Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha for Everyone WG. Boah, jetzt wird's wild. Simon, Grüße. Moin. Wir haben heute eine Challenge für euch und zwar habe ich direkt den nächsten Kandidat am Start, der mit mir die Tabak-Erraten-Challenge macht. Der gute Simon von Shisha for Everyone. Ihr seht schon, ein Köpfchen ist schon drauf, Köpfchen ist auch schon gebaut. Wir zeigen euch aber erstmal den Kopfbau und dann wie immer, jeder hat 10 Züge von dem vom anderen gebauten Kopf mit 5 Tabaksorten, 5 Rateversuche, um möglichst viel zu erraten und der Gewinner kriegt nochmal ordentlich eins mit dem Schlauch übergezogen. Ready? Ready. Ready. So, ich baue jetzt das Köpfchen für den Simon. Als erstes nehmen wir diese Sorte hier mit rein. Wie immer schnappen wir uns da erstmal die Sorte, rühren einmal um und dann packen wir schon mal ein Fünftel in das Köpfchen, würde ich sagen. So, das müsste sogar schon reichen. Dann die nächste Sorte, einmal das hier und auch davon wieder ein Fünftel rein. Kleines bisschen können wir dann noch nehmen. So, dann kommen wir als nächstes hierzu. Ebenfalls wie von den anderen Sorten kommt da ein Fünftel rein, dann sind wir bei 3/5. Das ist fast ein bisschen zu viel gewesen, glaube ich. Ich mache nochmal ein kleines bisschen raus, so sollte das besser passen. Die nächste Sorte. Und dann haben wir noch einen Platz, machen wir mit unserer letzten Sorte voll. Und zwar wird das diese hier. So, das reicht von Tabak her. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch einmal ein bisschen verteilen. Ich denke, für den Simon wird das angenehmer, wenn ich da ein bisschen auf Noppenkontakt baue. So, und hier unser letztes Fünftel noch ein bisschen zurechttupfen. Und dann haben wir für den Simon doch, glaube ich, ein recht angenehmes Köpfchen. Jetzt räumen wir noch auf. Das heißt, einmal hier den Rand sauber machen. So, und ganz wichtig, hier auch alles aufräumen. Der Simon baut nach mir. Da will ich natürlich nicht, dass der hier was erschnuppern kann oder so, ne? Deswegen alle Tabakreste weg. Und dann haben wir hier das fertige Köpfchen für den Simon. Da bin ich mal sehr gespannt, was er davon erraten wird. So, Freunde, jetzt bauen wir mal Marvin seinen Kopf. Jetzt ist er auch endlich rausgegangen. Und als erstes bauen wir Savu. Und was bauen wir genau? Wir bauen den Lim 2. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich denke, das wird jetzt gleich ziemlich gut untergehen, wenn wir das mit dem anderen zusammen machen. Wir haben 5 Tabaks, das heißt jeweils zu 20%. Ich hoffe, ich kriege das auch so dementsprechend hin. Aber jetzt bei dem nächsten, da muss ich schon echt sagen, das ist jetzt ein bisschen asozial, weil ich baue zum einen hier Crepe. Digga, ich sag schon Crepe, weil ich so süchtig bin einfach. Crepe ist natürlich auch am Start. Den Eiskaktus, danach noch den Kaktus-Check, weil ich glaube, Marvin wird schon relativ viel erraten. Und deswegen, dann denkt er so, ah, vielleicht ist es nur ein Kaktus. Dann verbirgt sich aber da noch ein zweiter dahinter. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat, aber ich würde schon sagen, dass es ein bisschen asozial ist. Ich sag mal so, jeder kämpft mit seinen Mitteln. Ich probiere einfach den Sieg zu holen. Ich weiß auch nicht, was Marvin hier davor noch abgezogen hat. Vielleicht sind es auch irgendwie 6 Dinger, die er da reingemischt hat. Jetzt bauen wir uns hier noch den Kaktus-Check rein. Als nächstes, okay, wir müssen umdisponieren. Ich krieg die Dose nicht auf. Ich hol kurz einen neuen. Wäre vielleicht doch eine Nummer zu hart gewesen. Deswegen machen wir jetzt einfach hier anstelle von dem Kaktus-Check, nehmen wir jetzt den Kiwi-Punch. Muss mir eigentlich noch aufschreiben, was ich alles reingemischt habe. Nicht, dass ich da nachher noch Vergessenheit gerate. Meine Devise ist so, ich probiere so relativ starke Aromen zu nehmen. Oh, ist vielleicht ein bisschen arg viel. Dann hoffe ich einfach, dass es nicht rausschmeckt, weil das dann so überladen wird. Das werdet ihr gleich auch noch merken bei den nächsten Sorten, die ich nehme. Ich weiß nämlich, Marvin ist begnadeter Traube-Minze-Raucher. Deswegen bekommt er natürlich auch dementsprechend Crepe rein in den Kopf. Da hat er nämlich vorhin gemeint, das schmeckt man sehr, sehr schwer raus. Da hoffe ich mal, hat er mich nicht angelogen. Als ob das jetzt überall 20% waren. Überall so ein Gäbelchen. Und jetzt müssen wir gleich noch... Oh ja, das reicht. Okay. Ich bin so gespannt. Ich habe es noch nie gemacht. Aber ich hoffe einfach, dass es klappt. Und jetzt noch den Green Beer. Jetzt nochmal schön umrühren. Das sagt euch ja Marvin häufig genug. So, Dede. Oh, das wird jetzt auf jeden Fall schon ein guter Noppenkontakt, würde ich sagen. Wir machen das Ganze jetzt noch sauber. Streichen das hier noch so ein bisschen hin. Wie man das halt so macht, ne? Wenn man Influencer ist und unbedingt hier einen schönen Kopf bauen will. Nehmen wir gleich noch die Zewa. Machen das Ding noch sauber. Dann hoffen wir einfach, dass Marvin es nicht erraten wird. Ja, schauen wir mal. So. Und hast angeraucht? Ich habe wohl angeraucht. Nehmen noch mal ein Zeig noch mal. Zu schauen, dass es jetzt auch wirklich an ist. Ich sag's euch bei Marvin, du musst so aus dem Gebäude rausgehen und die Aufnahme laufen lassen. Der ist richtig paranoia, dass man nicht sieht, was er gebaut hat. Also, das zeig ich noch nie an. Ihr habt ja vielleicht in den Insta-Stories gesehen. Übrigens, der gute Herr ist ja bekannt durch Instagram. Also, du machst ja mittlerweile auch YouTube. Ja, aber nur so nebenbei. Aber dein Hauptding ist Insta. Ja. Shisha for Everyone.
Ja. Und denkt dran, ich habe ja auch vor kurzem meinen Namen geändert, jetzt einfach Marvin Dutiné, also Dutiné. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und schaut doch mal beim Simon vorbei. Sehr gerne. Ich will noch einmal ziehen. Ja. Ich überlege gerade schon so, was könntest du raten, was nicht. Und ich muss sagen, eine Sorte davon, wenn du die nicht errätst, Digga, dann entfolge ich. Wie kann man so? Ich fühle mich ja minimal unter Druck gesetzt. Ich sag davor zu Marvin, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich dir überhaupt was erraten kann, weil ihr kennt es selber, man macht so einen Mix und nachher, das schmeckt so nach irgendwas, aber nach nichts genauem. Also ich sag dir, eine Sorte ist krass offensichtlich. Aber Simon, möge das Zepter dein sein. Jetzt ja, wir müssen im Schlauch ein bisschen gucken. Nicht, dass mich dein Schlauch rein mit berührt. Das ist nachher noch die andere Frage, wen der Schlauch berühren wird. Okay. Bin erstmal noch zuversichtlich. Rein mit dem ersten Zug. Okay, 10 Züge, 5 Rateversuche, 5 Sorten im Kopf. Zug Nummer 1. Das ist auf jeden Fall gut an. Ist wirklich gut an. Sollen wir noch eine Kohle rausnehmen oder geht's? Nee, alles gut, ich stütze dich. Ich schmecke auf jeden Fall so eine Dark Blend Note. Also vielleicht habe ich auch Rücksicht genommen auf dich. Ich weiß ja, also, du bist jetzt nicht der klassische Dark Blend Raucher. Ja, das stimmt. Vielleicht war ich da auch einfach ganz freundlich. Okay, aber schmeckt auf jeden Fall so. Ja, man schmeckt schon noch irgendwie so eine Dark. Ich würde schon fast sagen, ich habe ein paar Dark Side geraucht, nicht Dark Blend. Und schmeckt schon Dark Side Richtung, aber jetzt erstmal einen zweiten Zug, um sicher zu gehen. Du hast ja noch ein paar Züge. Theoretisch, wenn du es ausgeglichen haben willst, kannst du immer 2-mal ziehen und 1-mal raten. Kannst auch 10-mal ziehen und 5-mal raten, ist mir egal. Aber da kommt jetzt auch so eine Süße noch durch. So. Also man hat so eine Dark-Side-Note, also auf jeden Fall eine Dark-Blend-Note, die überwiegt. Ich schmecke das eigentlich fast nur. Und wenn du so auspustest, merkst du auch so ein bisschen so eine Süße, so was Zitroniges, glaube ich. Sind wir mal gespannt. Okay, ich mache jetzt direkt 2 Rateversuche. Dark-Side war ich mir eigentlich schon sicher. Mhm. Und diese, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich glaube, das ist so birnemäßig oder so. Ich sag, warte, was kenne ich da? Dark Side Tier, oder? So heißt der? Ist drinne. Ja, der erste. Alter, ein Der Trostpunkt. 2 Züge und ein Rateversuch und der war richtig. Der Trostpunkt. Ey, du bist schon genauso gut wie Alex. No front an der Stelle. Grüße, Alex. Und dann so was Süßes. Ich habe vorhin dran gerochen. Irgendwas Süßes. So was Zitroniges, glaube ich. Was hast du Zitroniges da? Du hast, glaube ich, den Aquamenta. Ich habe einiges an Zitrone. Holster kenne ich noch. Und den Savu. Holster geht in eine andere Richtung. Aquamenta kenne ich. Aquamenta will ich, glaube ich, rausschmecken. Sicher. Ich sag noch den Savu Lim 2. Nee. Nicht? Nee. Was? Nicht drin. Okay, dann brauche ich jetzt nochmal einen Zug. Du hast ja noch ein paar. Also kannst auch noch ein paar Züge nehmen. Kein Problem. So schwierig, ich schmecke einfach nur diese Dark Side, Dark Blend Note. Es ist so wild, ich schmecke einfach nichts anderes gerade. Ich kann da jetzt schlecht was zu sagen. Da musst du selbst durch. Aber das ist so ein dominanter... Du hast ja noch ein paar das Züge. Das ist so ein dominanter Flavor. Mal ein paar Züge. So was richtig Dominantes ist es, was man so Apfelmäßiges, Birnemäßiges. Ja, Birne hast du ja schon. Der Feinschmecker. Ich sag den Savu Green Lean. Green Beer. Ah, jetzt soll ich gerade sagen, meinst du ja, den Green Lean? Meinst du den von Ukraine? Der Green Bear ist drin. Ja, Green. Ach, ich hab schon mal 2. Ich wollte dich gerade noch so. Ja, Green Lean. Nee, der ist nicht drin. Nein, Green Lean ist nicht drin. Lass mal die Kurve bekommen, Alter. Aber jetzt. Oha, dann hast du jetzt 4-mal gezogen. Und 2, ja. Also, ich sag dir, wie es ist. Mit 2 kann man schon gewinnen. Also, gegen Alex habe ich mit 2 gewonnen. Wenn du 3 hast, ist schon relativ safe, dass mindestens ein Unentschieden kommt. Okay. Meistens, die Erfahrung aus den letzten Tabak-Geraten-Challenges sagt, mit 3 kann man gewinnen. Okay, Zug Nummer 5. Ja. 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 Vielleicht. Schön genüsslich ausatmen. Ich schmecke einfach nur diesen Dark Side gerade. Also jetzt, wo du ihn hast, kann ich es ja sagen. Für mich war eindeutig, und das hätte ich nicht gedacht beim Bauen, der Green Bear ist so krank im Vordergrund. Den schmeckt man vor allem so am Anfang und dann kommt nur noch Dark Side. Und danach weißt du gar nicht mehr, was los ist. So ist es. Die Birnenkombi, die macht's aus. Okay, einen Zug brauche ich auf jeden Fall noch. Du hast noch ein paar. Alles gut bis jetzt. Kein Druck oder so, Simon. Kein Druck. Irgendwas Fruchtiges noch. Ich glaube, der Holster Kiwi Punch. Nee. Ach, das wäre auch zu schön gewesen. Ohne Witz. Das würde mir Angst machen, wenn das wieder richtig wäre. Okay, jetzt noch ein erraten und ich habe jetzt noch 3 Züge. Ja. Okay, aber auspusten darf ich? Ja, kannst du auspusten. Ist kein Problem. Wir sind ja beide durchgeimpft.
Also das ist jetzt noch nicht einloggen, das ist nur eine Vermutung. Vor allem, weil es dein Favorite ist. Ich weiß, du rauchst ihn ja fast nur gefühlt. Oder zumindest hast du eine Zeit lang der Bloody Punch. Aber nochmal zwei Züge zu vergessen. Aber ich soll noch nichts sagen. Ja, das ist jetzt nur mal so in den Raum geworfen. Okay. Auf deine Reaktion abgewartet. Keine Miene verzogen. Vorletzter Zug war das, ne? Das ist so schwierig. Jetzt, wo man das weiß, man schmeckt nur den Green Beer. Bär. Ja. Den grünen Bär. Den grünen Bär, nicht das grüne Bier. Und sonst noch die Dark Side Unternote. Für zwei Dark Brands hast du mir nicht reingemischt. Das hätte ich geschmeckt, glaube ich. Ja. Noch ein Zug, letzter Zug. Okay, der letzte Zug von Simon. Zwei hat er schon richtig, zwei darf er noch raten. Ich sag den Bloody Punch, ich habe eine Vermutung. Wie kann man was so schmecken und dann ist es nicht drin? Wie geht es? Ich weiß es nicht. Okay, dann, ich habe jetzt zwei richtig. Ich würde sagen, jetzt nehmen wir deinen Kopf. Das heißt, drei Stück brauche ich. Ja. Let's go. Damit es nicht auf dein Knie scheppert. Wir wechseln das Köpfchen, dann darf ich raten und dann wissen wir, wer die Bestrafung abkriegt. Naja, bist zuversichtlich, ja? Ja, wir schauen mal. Naja. Also nachdem jetzt die SWG-Zange gut positioniert wurde, die natürlich die allerbeste Zange ist, also da ist mir noch nie die Kohle rausgedroppt. Ich bin auch sehr zufrieden mit, sonst hätte ich es nicht mit Noble das zusammen gemacht. Der Kopf ist an, ich ziehe noch mal einmal, um das noch mal zu prüfen natürlich und dann würde ich sagen, du legst mal nach, weil das müssen wir erst zwei hast du vorgelegt. Ja, das wird einfach mit Absicht. Das ist gerade gut, das ist gerade echt. Wie, lecker oder heiß? Wollen wir noch eine Kohle runternehmen? Ist gerade schon ein bisschen heiß. Ich leg mal eine Kohle noch runter. Er riecht einfach am Rauch. Alle Mittel sind ihm recht, um zu gewinnen. Ja, beim Alex habe ich ja die erste Sorte erraten, bevor ich gezogen habe. Ich meine, du hattest ja auch ein bisschen Raumduft. Ja, nicht so drauf geachtet, aber bestimmt. Okay, also 10 Züge für mich. Gucken wir mal, was der Simon gebaut hat. Schwierig. Oh ja, Leute, ich hab's euch gesagt im Kopfbau. Du hast fies gebaut. Du hast fies gebaut. Das tut mir jetzt schon ein bisschen leid. Hast du schon eine Vorahnung? Ich überlege. Ich bin bei ein paar Sachen am Überlegen. Ich denke über den Green Bear nach. Ich denke über den Lim Tu nach. Der könnte drin sein. Und ansonsten habe ich noch nicht so viele Ideen. Ich denke immer, ein, zwei schmeckt man am dominantesten. Savu, Green Bear. Ja. Ja? Ja, ich habe den einfach auch genommen, ich weiß nicht. Er ist schon wild. Ich dachte so, vielleicht schmeckt man den nicht so gut. Aber den schmeckt man halt richtig gut raus. Ich dachte ja genau dasselbe. Ja. Ich dachte auch so, ja komm, wenn du wenn du Green Bear nimmst und den Tier nimmst von Darkseid. Nee, Tier heißt es, glaube ich. Nicht Tier. Ja, ich weiß nicht. Ja, Tier. Dann gleicht sich das so ein bisschen aus und gut ist. Aber ist nicht so, ne? Ist nicht so. Aber jetzt bin ich ein bisschen am hadern, weil ich weiß nicht, ob der Kopf so angenehm ist, weil du immer auf weniger Kontakt baust als ich oder weil weniger Dark Blend drin ist als bei mir. Puh, also dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ist schon klar. Natürlich mit dem SWG-Mundstück, da schmecken die Aromen schon noch mal ein bisschen intensiver, habe ich auch das Gefühl. Nicht hier mit meinem Bambus-Mundstück. Lim Tu ist drin. Ja. Ja? Ja. Holy shit. Oh mein Gott, du weißt, was dir bevorsteht, wenn ich noch einen errate, ne? Dann tut's weh. Scheiße. Aber soll ich dir auch noch was sagen? Jetzt wird's richtig schwer. Weil die zwei, da bin ich schon gut drauf gekommen. Ja. Aber bei den nächsten drei bin ich mir nicht mehr so sicher. Da bin ich nur gerade nochmal vergewissert, aber hast schon richtig geraten, ja? Zwei von zwei sind stark. Aber ich sag mal so habe ich auch angefangen. Ne? So ist auch angefangen. Es ist aber auch wirklich jedes Mal, egal mit wem ich Tabak-Erraten-Challenge gemacht habe, es war jedes Mal so, dass so ein paar dominante Flavor hattest, die jeder sofort rausgeschmeckt hat oder relativ easy, relativ schnell. Und dann gibt es immer welche, die rutschen so krass in den Hintergrund. Und ich glaube, bei Green Bear können wir beide sagen, der ist sowas von krass dominant. Aber muss auch sagen, vielleicht auch nur am Anfang, weil man hat ja nur 10 Züge Zeit. Ja. Wenn man jetzt stimmt 20 auch, Züge machen würde. Vielleicht ist der nach einer halben Stunde schon wieder weg. Ja. Mal so ein bisschen nach oben schauen, vielleicht ist da irgendwo die Antwort. Hast du sonst noch eine Vermutung? Nee. Dann wird's schwierig. Ja. Jetzt musst du halt überlegen, welche Flavor gehen unter, was schmeckst du vielleicht für eine Untertonnote raus? Denkpause. Du hast ja auch noch die in den Boxen. Die darfst du nicht vergessen. Ich habe noch eine Idee. Aber ich habe jetzt noch einen Zug. Ich darf jetzt immer zweimal ziehen und einmal raten. Ja. Das heißt, ich ziehe jetzt noch einmal und dann kommt mein Rateversuch Nummer 3. Okay. Also Zug Nummer 7.
Ja, ja. Und? Also ich habe mehrere Kaktussorten daheim und ich glaube, du hast einen Kaktus-Flavor mit drin. Ich glaube, ich habe daheim den Banger-Kaktus und den Eiskaktus. Und ich glaube, du hast drin Eiskaktus von Holster. Ja. Ja? Ja. Aber soll ich dir sagen? Starkes Ding. Zuerst hatte ich einfach den Eiskaktus drin. Also zuerst wollte ich den, wie heißt der von Zumo, der Kaktus? Ach stimmt, Kaktus Jack habe ich auch noch da. Und den habe ich aber nicht aufbekommen. Und dann, ich wollte zuerst mit zwei Kaktus machen. Und dann dachte ich mir so, Bruder, das wäre schon arg asozial. Aber dann dachte ich so, komm, ich probier's. Ja gut, und ich habe auch zwei Birne drin. Ne? Ja. Auf der anderen Seite hast du auch beide Birne erraten. Ja. Okay, also ich habe noch vier Züge. Und zwei Rateversuche. Und ich muss mich schon mal drauf einstellen, dass gleich mein Oberschenkel brennt. Ich mach's jetzt schnell. Ich zieh jetzt viermal und dann hau ich zwei raus. Okay. Oh Mann, wieso lege ich mich auch mit dem Shisha Master an? dieses Schmatzen. Oder was ich muss das schmecken. Ich muss halt so ein bisschen im Mund. Muss zirkulieren. So ein bisschen die Geschmacksnerven, Knospen anregen. Ja. Ich meine, ich habe da eine Aquamenta-Note. Okay. Ja, kann sein. Könnte ja potenziell vielleicht. Ihr wisst. Aber Aquamenta habe ich, glaube ich, fünf Sorten oder so da. Ich nehme meinen letzten Zug. Wer weiß, vielleicht gibt es einen neuen Highscore. Also eigentlich hatte ich noch kurz die Hoffnung, dass ich fünf schaffe. Glaube ich nicht. Ich muss zweimal einen Aquamenta raten, weil ich denke, du hast Aquamenta drin. Aber ich weiß nicht, welchen. Nicht genau. Okay. Ich weiß es nicht. Was habe ich da? Gurke, Limette, Zitrone, Kamasutra. Ich glaube, das war's. Ich habe auch nicht mehr gesehen. Ja, die waren's. Jetzt würde ich gerne noch einmal ziehen, aber es darf nicht mehr. Ich rate Gurke und Kamasutra. Ist gar kein... Gar kein Aquamenta? Ja. Oh, schade. Kiwi Punch und Grape. Was? Ja. Meine Lieblingskombi? Ja, ich dachte mir... Wo ist denn der Kiwi, Alter? Ich weiß es nicht. Ich habe den auch nicht geschmeckt. Der Green Beer hat man absolut über alles geschmeckt. Also Real Talk? Geht absolut unter. Ich habe es gar nicht geschmeckt. Diese leicht saure Note von der Kiwi, jetzt wo man es sagt, und mit viel reininterpretieren. Aber geht so unter. Zieh nochmal und probier nochmal. Denk mal an Traube. Du, niemals. Niemals hätte da jemand rausgeschmeckt. Kannst du mir nicht erzählen? Nee, absolut. Der geht so unter. Niemals. Absolut. Okay, Simon. Jetzt zur Strafe. Ja. Spielen wir jetzt ein bisschen. Ja. Bis zum nächsten Cut. Ja, bis zum nächsten Cut. So, lieber Simon. Bist du bereit? Ich habe hier deinen neuen besten Freund. Einen hygienisch verpackten. Oh, das ist auch schon harter. Schlau. Das ist ein ordentlicher. Ja, hör mal, wir machen halt keine halben Sachen, ne? So, willst du schon mal so vorspüren? Wohin hättest du es denn gerne? Mehr hier? Mach mehr so hier. Schön in die Mitte. Ja, einfach rein. Rein in den Ich will die Hand wegnehmen, nicht, dass ich die treffe. Bist du ready? Nein. Oh mein Gott. Digga. So schlimm? Man sieht schon gut, es kommt schon. Ich habe halt nicht so viel Sitzfleisch, weißt du? Komm, es gibt noch ein bisschen. Ja, warte kurz. Guck mal, jetzt muss ich gut zielen. Oh mein Gott. Das ist wieder schön. Nur für euch. Oh, der war gut. Der war gut. Der war genau nochmal drauf. Nee, ich habe direkt nebendran gesetzt. Oh mein Gott, ist sogar Bluterguss. Ach du Scheiße. Oh, der hat aber gut gezwirbelt, oder? Ja, den merke ich noch bei der Heimfahrt. Ja, Simon. So läuft das bei der Shisha-WG. Schön, dass du dabei warst. Ungerne wieder. Also Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video.